Hallo Freunde, folgendes. Okay, pass auf, folgendes. Ich bin der David. Einige von euch kennen mich besser unter dem Namen Davici. Ganz am Anfang von meiner kleinen Rede hier eins gesagt: Ich werde oft Amerika und amerikanisch dieses Wort verwenden. Ich meine damit nur die USA. Es gibt zu Amerika gehören Südamerika, Nordamerika und Mittelamerika. Und das ist zu trennen. Bei Nordamerika gehört auch noch Kanada dazu. Die haben absolut nichts oder kaum was damit zu tun. Wenn ich von Amerika rede, ist die USA gemeint. So, und sollte ich irgendetwas Falsches sagen, bitte ruft's raus und korrigiert mich. Keiner von euch ist perfekt, ich bin nicht perfekt, niemand ist allwissend und das ist schön so! Ich bin hier als Videoproduzent, wie man hier sieht, um zu zeigen, Außenstehenden zu zeigen, die nicht wissen, was diese Bewegung hier ist, um zu zeigen, hey, wir sind keine rechtsesoterischen Verschwörungsspinner. Wir sind Menschen, so wie du und ich, okay? Aluhüte! Richtig. Super ist das, ich kann auch herkommen, ist kein Problem. Genau. Aber, also für Außenstehende nehme ich das auf, aber auch für uns selbst. Für jeden von euch, ihr könnt euch das im Internet anschauen, bis es YouTube und Google sperrt. Ich lasse noch einmal hoch. So. Für euch selbst, um zu sehen, ich war dabei, ich habe was getan und ihr seid dabei. Ich bin hier auch als Blogger, ich habe da so einen kleinen Blog, aber ist egal, und als Vertreter der freien Presse, weil ich habe wirklich die Nase voll von dieser Mainstream-Presse, die uns vielleicht belügt oder uns nicht die Wahrheit sagt oder die andere Seite komplett verschweigt in einen Konflikt, die andere Sichtweise. Aber vor allem, und das ist das Wichtigste und das darf niemals außer Acht gelassen werden hier in so einer Bewegung hier, die immer größer wird, Gott sei Dank. Ich bin hier als Mensch und das seid ihr auch. Ja. Ich bin hier als Mensch, so wie du und wir alle. Wir haben, wie gesagt, zwei Nasenlöcher, zwei Augen, zwei Ohren, sind alle gleich. Es ist mir wirklich herzlich egal, welche Hautfarbe, welche Religion oder was auch immer. Wir sind doch alle Freunde. Wieso bekriegen wir uns? Ein junger Mann, von dem ich leider den Namen wieder vergessen habe, weil ich ziemlich schlecht mit Namen bin, hat letztes Mal gesagt, ich kann es nicht verstehen, wie jemand Krieg führen kann. Und er ist entsetzlich traurig deswegen. Und genauso bin ich empört und traurig, dass es Menschen gibt, die junge Menschen, also dass es alte Menschen gibt, die junge Menschen in irgendein fremdes Land schicken oder in ihr eigenes, ist ja wurscht, die andere junge Menschen dann töten, weil die irgendwelche Konflikte mit anderen alten Menschen haben oder was weiß ich, oder wirtschaftliche Interesse, doch scheiße. Wisst ihr, Freunde, ich habe gestern einen Ausschnitt der ZDF-Heute-Show gesehen und nein, ich meine nicht diesen Beitrag, wo dieser Reporter durchgegangen ist, sondern da gab es einen kleinen Beitrag vor 2 Wochen, glaube ich, war das. Der Mahnwachengänger hat Folgendes gesagt und ich zitiere jetzt. Gäbe es Russland nicht, hätten wir schon längst Krieg. Moment. Das, was dieser Mahnwachengänger gesagt hat, stimmt. Mehr oder weniger, je nachdem, wie man es interpretiert. Das ist unsere gute Freiheit, irgendwas zu interpretieren, so wie wir es wollen. Und ich interpretiere es so, und ich gebe ihm, wenn ich nach meiner Interpretation gehe, auch recht dabei. Gäbe es Putin nicht, der als Präsident von Russland so extrem deeskalierend gewirkt hat bis jetzt, hätten wir schon längst Krieg! Nach diesem Ausschnitt hat der Moderator dieser Sendung, ein gewisser Herr Oliver Welke, Folgendes dem Publikum vermittelt. Wir alle wären gegen Russland und gegen Amerika und für Russland. Also pro-russisch und anti-amerikanisch.
Das stimmt nicht! Wie kann sowas stimmen? Wenn hier jemand pro-russisch ist, ist es sein gutes Recht. Aber es tut mir leid, er hat, glaube ich, etwas Wesentliches nicht verstanden. Die NATO, allen voran, die NATO, der Westen, die USA, machen etwas gehörig falsch. Sie begehen illegale Menschenrechtsverbrechen. Stichwort Guantanamo, FEMA Camps, Gaza, die Drohnen in Jemen und in Pakistan. Was soll das? Das ist alles natürlich selbstverständlich schlecht. Aber genauso, und das dürfen wir auf gar keinen Fall außer Acht lassen, begeht Russland mit Putin als Präsident illegale Menschenrechtsverbrechen. Stichwort Gulags, die homosexuellen Gesetze, oppositionellen Verfolgung, schlussendlich der Tschetschenien- und Georgien-Konflikt und die umstrittene Pressefreiheit. Es muss jedem klar sein, man kann nicht einfach, wie gesagt eben von vorher schon, schwarz und weiß trennen, anti-amerikanisch, pro-russisch. Das kann man nicht sein und nicht sagen. Was man allerdings sagen kann, ist Folgendes. In den Mainstream-Medien, ORF, ATV, Presse, heute sowieso, alles Mögliche, wird Putin als Aggressor bei der Ukraine-Krise gesehen und der Öffentlichkeit so vermittelt. Das stimmt nicht. Der Aggressor der Ukraine-Krise ist ganz klar der Westen mit der USA und der NATO. Man schaut sich nur eine Europakarte an, eine Europakarte mit den NATO-Ländern, eingezeichnet mit verschiedenen Farben, mit dem Beitrittsjahr. Was sieht man? Eine strategische Front um Russland! Was soll das? Ich will noch keinen Krieg! Nirgendwo! Wenn die, und das ist jetzt das Wichtigste, das ist die Conclusion hier. Wenn die eine Seite etwas falsch macht, und das macht Amerika und die NATO und der Westen, wenn die eine Seite etwas falsch macht, heißt es nicht, dass die andere Seite, also in dem Fall Russland, es richtig macht und das gelobte Land ist. Das stimmt nicht, das ist nicht so. Ich bin nicht gegen irgendwelche anderen Völker. Wieso sollte ich? Keineswegs, man darf die Augen doch nicht vor etwas verschließen, weil es deutsch, italienisch, spanisch, russisch, amerikanisch ist. Wie kann man das machen? Das ist schlimm, man muss doch ein offener Mensch sein. Für alles. Ich habe auch nichts gegen Amerikaner, was sollte ich denn gegen sie haben? Ich kenne kaum einen, aber es gibt 300 Millionen von ihnen. Ich habe etwas allerdings gegen die Politik, diese Regierung, die am Werk ist, in dem Beispiel USA. Sofern man diese überhaupt Regierung nennen darf. Regieren bedeutet nämlich über irgendetwas bestimmen und die Macht haben. Die amerikanischen Politiker und auch alle anderen Politiker hier in Österreich, Deutschland, wo auch immer, haben keine Macht. Sie können über nichts bestimmen. Sie sind Pressesprecher der Industrie und der Eliten. Meine Mutter, die übrigens heute auch hier anwesend ist, hat mich letztens... gefragt, wen ich in der Europawahl wählen werde. Man sieht eh das große Plakat da hinten, jetzt ist verdeckt von der Säule, man sieht's. Wen ich da wählen werde? Niemand, richtig! Ich gehe nicht hin! Ich wähle jeden Tag mit meinem Konsum, mit dem, was ich kaufe. Das solltet ihr auch tun! Am Ende noch etwas zu diesen Mahnwachen hier in Deutschland, in der Schweiz, überall. Ich habe vor ein paar Wochen, ziemlich genau ein paar Tage nach der ersten Mahnwache in Wien, Deutschland, von dieser Bürgerbewegung gehört. Ich war fasziniert und angetan.
Als in den nächsten Wochen die Bewegung in Deutschland größer wurde, immer mehr Menschen hingegangen sind zu diesen Mahnwachen oder damals noch genannten Montagsdemos, jetzt auch umgangssprachlich, habe ich mir Folgendes gedacht. Boah, das ist eine tolle Bewegung. Das sollte es in Österreich auch geben. Ich habe es sogar mit dem Gedanken gespielt, in Österreich so eine Mahnwache zu organisieren. Doch, ich habe es nicht getan. Und trotzdem stehe ich heute hier, aber egal. Aus einem einfachen Grund habe ich es nicht getan. Ich war feig und unsicher. Ich war mir nicht sicher, ob überhaupt irgendjemand kommt. Irgendein 16-Jähriger ruft auf für irgendwelchen Weltfrieden. Da wird sicher niemand kommen, habe ich mir gedacht. Das ist das Gegenteil heute hier. Ich habe es nicht aufgerufen, aber ja, ich bin hier. So, aber es gab Gott sei Dank einen wirklich mutigen jungen Herrn, Felix, der sich gedacht hat, Applaus, ja! Der sich gedacht hat, das muss es geben, so wie ich es mir gedacht habe, und er hat es gemacht, er hat es in die Hand genommen. Aber er, so gut die Idee war und ist, ist alleine nichts, er kann sich hinstellen, klar, Versammlungsfreiheit, aber ihr alle seid der Motor für diese Bewegung. Gebt euch alle selbst einen Applaus! Ihr seid super! Ich hörte gestern von 10.000 Demonstranten in Italien für den Frieden. Jawohl! Ja! Super! Es werden auch heute in Deutschland über 10.000 Demonstranten für den Frieden erwartet. Ich weiß es nicht, ich habe nicht gecheckt, wie es ausschaut. Ich bin hier. Und in Österreich, jetzt sind wir eine relativ überschaubare Gruppe, noch, aber in Österreich wird es genauso werden. Die ganze Straße, jetzt fahren die Autos noch, die wird abgesperrt. Wir werden voll machen den Platz hier. Aber es dauert noch ein bisschen, aber nicht mehr lange. Bis dahin, tschüss und bis nächste Woche. Danke.